Wenn der rote Mond tief steht, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Bestie. Und wenn die Großartigen hinabsteigen, wird der Schoß mit einem Kind gesegnet. Ja, und ich bin euer Dake und wir machen weiter mit Bloodborne. Komische Einleitung, ich weiß, ich wollte es nochmal gelesen haben, weil hier irgendwas mit dem großen Mond ist. The Mond. The Moon und die Bestien und sowas. Hier sieht's wieder merkwürdig verdächtig aus. Lunarium-Schlüssel. Was ist der Lunarium-Schlüssel? Schlüssel zum Lunarium zum See. Birkenwert Ebene 2. Oh Leute, übersetzt das doch mal besser, ey. Sehr auf das Weiteren der Akademie von Birkenwert. In seinen letzten Jahren genoss Meister Willem die Aussicht und den Schaukelstuhl, der dort für seine Meditation stand. Man sagt sich, dass er am Ende sein Geheimnis dem See überließ. Dass er am Ende sein Geheimnis dem See überließ. Okay, also. Ich halte jetzt mal die Augen auf nach einem Schaukelstuhl. Wahrscheinlich kommt mir davon noch mal so ein Schüler entgegen hier. Oder? Oder? Fürchte dich vor schrecklicher Feind. Das sind gute Neuigkeiten. Oh Gott. Ich kann nicht sehen. Danke. Ist echt unfair, dass das Vieh hier oben ist. Muss man mehr von diesen Beruhigungsmitteln hier kriegen, sonst geht gar nichts. Leere Trugbildhülle, was ist das? Was ist das? Was kann man damit machen? Hier. Leere Hülle, die Waffenarkane Kraft verleiht. Oh, warte mal, ist das... Ja, das ist ein Gegenstand, der verbrauchte 3. Oh, schön, 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 schön. Das hier packen wir mal weg. Molotovs packen wir mal weg. Und dann packen wir da mal dieses Zeug hier ein. Ich glaube, ich habe einen neuen Zauber, Leute. Yeah. Und was ist das? Ich bin selbst... Okay. Sehe ich jetzt hier im Status irgendwas? Aha. Das gibt einen Boost auf Haltbarkeit und den Damage. Krasser Scheiß. Okay. Geil, das ist cool. Jetzt lese ich nur noch mal kurz durch, was das überhaupt macht. Wahrscheinlich verleiht das einfach nur der Waffe Arkan. Dass es auch noch Arkanschaden macht zusätzlich. Der Hülle eines wirbellosen... Angeblich ein Vertrauter eines Großartigen. Die Heilende Kirche hat viele Wirbellose entdeckt oder Trugbilder, wie sie auch genannt werden. Hüllen mit Schleim enthalten immer noch arkane Kraft. Sie an Waffen zu reiben, durchdringt sie mit ihrer Stärke. Das ist echt cool, ne? Ist die Frage, geht's hier noch weiter hoch? Oh Gott. Okay, war es das jetzt? Hinweis. Nichts hier außer Schätze. Okay, okay, okay. Warte mal. Muss ich hier vielleicht noch irgendwo hin oder so? Wie, das war's jetzt schon? Sonst gibt es hier nichts. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Ich dachte jetzt, dass es hier irgendwie noch weitergeht. Ja, schauen wir einfach mal. Das da sieht aus wie eine Tür. Kann ich die öffnen? Ah, mit dem Schlüssel. Schlüssel. Oh, oh.
Okay, ich glaube, ich habe Meister Willem gefunden. Yo, Meister Willem, was geht? Boah, ist der Hardcore am Chillen, ne? Das sieht irgendwie lustig aus. Ich wette, der hat voll die krasse Macht, der Typ. Irgendwas ragt aus seinem Nacken, ey. Weiß nicht, diese Gelehrten tun echt alles für Macht, ne? Das sieht da so aus. Das ist so eine. Was, wenn es da weitergeht? So, oh. Voll geil, ey. Reden. Mit letzter Kraft zeigt er mir den Weg mit dem Stab. Okay, also ich soll hier runterspringen. Oh, Mond! Schreiben die denn alle? Mond voraus. Tritt vor. Okay, das sieht scheiße aus. Wenn da ein Boss ist, ne, dann hasse ich euch alle. Erstmal kurz gucken. Ich wollte ja noch schauen, ob ich was finde, das viel Arkan-Widerstand hat. Wo haben wir denn Arkan? Da. Ja, hier, guck mal, 60, 60. Okay. Dann haben wir hier Arkan 140. Ne, das 140 das Beste. Hier haben wir jetzt aktuell 60. Ja, das ist auch das Beste. Und hier 70. Haben wir da noch was Besseres? Nee. Ja, okay, gut. Also das hier. Ja. Okay. Das Bild ist. Ah, Mist, ey. Ich konnte jetzt nicht nochmal zurück. Das ist natürlich scheiße, weil. Das Problem ist, ich habe nur noch 7 Heiltränke. Und wenn da jetzt irgendwas Dickes ist, dann. Ja, muss ich mit 7 Heiltränken klarkommen. Okay. Das andere sind wir nicht gewohnt. Dann geht's los. Jump. Mondseite See. Da vorne ist etwas. Die sind überall so Blubberblasen oder so. Vorsicht vor die Unsichtbaren. Vorsicht vor die Unsichtbaren. Okay. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich benutze jetzt mal hier so ein Zeug. Mal gucken, ob das Vieh mich sieht. Ich komme. Hallo. Cool, anscheinend sieht mich das Vieh nicht. Okay. Aufladeangriff. Bäm. Na, wie findest du. Oh, fuck. Fuck. Okay, der hat Genossen. Der hat Freunde hier. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Oh. Was macht der? Was macht der? Okay, irgendwie macht der nicht viel. Oh. Okay. Der hat anscheinend irgendwas Krasses gemacht. Der beschwört kleine Spinnen, die ständig versuchen, einen anzuspringen. Aber sonst irgendwie, ich glaube, der hat gerade eine Druckwelle gemacht, bevor ich getötet wurde. Muss ich aufpassen, wenn er sein Vorder- und Hinterteil hebt, dann am besten zurückgehen. Ah, jetzt bin ich ja wieder hier. Ja, ist glaube ich auch besser so. Zwar keine Seelen, aber ich habe noch ein paar Blutechos.
Und dann kaufe ich erstmal ein paar Tränke, weil ohne geht's nicht. Ich habe nur noch 7 Stück auf der Bank, wie ihr gerade gesehen habt. Oder? Oder 7 Stück? Habe ich 7 noch über gehabt? Ja, normalerweise füllen die sich ja, wenn ich noch genug habe in meiner Lagerstätte. Aber anscheinend habe ich das nicht. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier benutzen können. Oh Scheiße, ich habe nur 2 Seelen. Ah. Ah, immerhin 2000. Ich mal mehrfach verwenden können, egal. So, dann schauen wir noch mal. Ja, hier. Wie viel kann ich davon holen? 7 Stück. Schön. So. Auf jeden Fall brauche ich noch mal ein bisschen mehr. Zack. 6000. So. Okay. So, ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie dieses Vieh hieß. Sieht auf jeden Fall sehr komisch aus. Als einen Heiltrank benutzt, kann ich auch nochmal einkaufen. So. Okay, jetzt sind wir vorbereitet. Oder? Ah, doch, da war es, glaube ich. Ich hoffe jetzt erstmal, oh nein, ey, wenn das dieser Schüler noch da ist, oh Gott, oh Gott, dann muss ich ja erstmal gegen diesen Spinner da kämpfen. Obwohl, ich kann auch einfach, die Tür ist ja jetzt offen, ich kann einfach durchrennen und mein Glück versuchen. Was ist eigentlich, wenn ich Meister Willem abschlachte? Krieg ich was? Weil ich meine, eigentlich sitzt er ja nur rum und zeigt auf irgendwas. Ich ihn töte, vielleicht gibt er mir irgendeinen geilen Gegenstand. Einen geilen Arkanen-Zauber. Oder ich warte erstmal, bis ich das Vieh getötet habe und dann gehe ich nochmal zu ihm und sag, ey yo. Oh! Love, Johnny! Love! Okay. Ich glaube, hier kann mir keiner folgen, oder? Hui. Verdammt, ey. Ah, da ist das Vieh. Ja, scheiße, ne? So, Meister. Okay, alles klar. Yeah, blub. So. Scheiße, ich habe mich das Vieh schon direkt gesehen. Das Vieh ekelhaft. Guckt euch das mal an. Was soll das? Oh, Scheiße. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Damage die machen. Was? Das darf doch nicht wahr sein, ey. Was die Viecher für ein Damage machen. Unglaublich. Ich überlege gerade. Obwohl, nee, das würde mich auch sofort umbringen. Wenn ich hier mit diesen. Oh, nee, 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 nee. Das wird alles nichts bringen. Oh, wahrscheinlich ist hier irgendwas hinter mir. Oder der Schüler ist hier und wartet. Oder der Schüler ist immer tot. So, lass mal kurz gucken. Also, das lassen wir mal an. Ich überlege jetzt mal hier. Jetzt habe ich so eine Mischung aus Death und Arcan.
Gut, neuer Versuch. Neuer Versuch. Ist irgendwas, das ich gegen das Vieh nutzen kann? Ich denke mal, Molotows machen jetzt gar keinen Schaden mehr. Vielleicht bringt er gegen die Spinnen. Das Bestiengebrüll etwas. Glaube ich aber eher nicht an der Stelle, weil ich glaube, wenn ich hier dieses leere Tugbild benutzt habe, dann. Voll komisch aus, die Spinnen. Boah, ich mache denen nur 18 Schaden. Ich wollte nur mal ausprobieren, ob der auch Damage kriegt, wenn ich die Spinnen schädige, aber das ist nicht der Fall. Uiuiui, die haben aber ganz schöne Reichweite, die Viecher. Na, die sind hier Fehler gut am Verteidigen. Okay. Hallihallo. Okay. Na, das scheint mir noch zu einfach. Nochmal macht das Vieh ja nichts, aber ich glaube, dass wieder gleich die Druckwelle macht und alles, dann sieht es übel aus. Ich mal ausprobieren, ob irgendwie Blitz effektiver ist. Oh ja, das sieht auf jeden Fall so aus, als wenn es effektiver ist. Da haben wir es. Das Vieh. Es hat sich einmal geportet, das wird wahrscheinlich übertrieben stark sein oder so. Oh. Oh Gott, sind das noch mehr Spinnen geworden? Nicht, was das gerade war, aber das Vieh hat sich auf den Rücken gelegt. Keine Ahnung, was das bringt. Das Vieh ist der übelste Magier, ey. Die übelsten Magier-Skills drauf. Das werden hier immer mehr. Ich sehe schon hinten, da haben schon Probleme hier. Uiuiuiui, okay. Okay, hier ist Blitz. Okay, viel habe ich davon nicht mehr. Von meinem Blitzpapier. Okay. Gott, wie oft kann der zaubern und wie schnell? Ach komm, ey. Ich meine, man kann dem zwar leicht ausweichen, aber es ist nervig, wenn er das so oft machen kann. Okay, man sollte vielleicht doch schon ein bisschen rennen, sonst wird es echt übel werden. Ich habe noch nicht mal die Hälfte abgezogen. Ich versuche mal mit Feuer. Was ist denn. Oh. Obwohl, ich habe keine Molotows mehr drin. Auch gut. Ich glaube, Arkan ist am schwächsten, weil der Typ macht ja selbst so Arkan-Scheiße. Das ist bestimmt ein Arkan-Zauber, den er da macht.
Oh, das ist das, was ich... Oh, ey, das ist so unfair, ey. Die Viecher können einen angreifen, wenn man auf dem Boden liegt, ey. Komm. Ich meine... Oh, nervig, echt nervig. Was man bei dem braucht, ist eine extrem schnelle Nahkampfwaffe. Wirklich, ganz schnell, wo du richtig schnell und oft mit angreifen kannst. Am besten mit einem anderen Element als Arkan. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt irgendeine Waffe habe, die... Ich meine, ich habe ja noch hier die Sense, die ist ja sehr schnell. Aber ist die auch so stark, meine richtige? Nee. Uff. Gut, das machen, ey. Das sind hier über 200 Damage. Und bei der kriege ich gerade mal 100, 122 Damage. Oh Gott, ey. So ein Scheiß. Und ich habe auch keine Seelen, um die jetzt abzugraden oder sonst was. Ja, ich muss es wohl oder übel damit schaffen. Irgendwie. Okay. Letzter Try, Leute. Letzter Try. Ich mache jetzt nochmal voll einen auf Draufgänger und greife die ganze Zeit an. Mal gucken, ob es das bringt. So. Zwar benutze ich alles, was ich habe. Das Gebrüll, ja, das können wir mal drin lassen. Arkan macht, glaube ich, nicht so viel aus, aber gut. Ich hab's, also mache ich's mal. Ich glaube, ich benutze auch mal mein ganzes Knochen-Shit hier. Knochenpulver. Und. Was nehmen wir noch? Giftmesser. Meint ihr, Giftmesser bringt was bei dem? Wir probieren es einfach aus. Eiskalt wird jetzt alles ausprobiert. Verändert Gewicht zur Abwehr. Das wäre, glaube ich, ein Nachteil da. Das wäre, glaube ich, ein Nachteil. Reiferblut halt zum Anlocken von Bestien. Weiß nicht, vielleicht gehen die Spinnen dahin, aber vielleicht funktioniert es auch nicht. Dann wäre es wieder voll der verplatzte, verbrauchte Platz. So, versuchen wir erstmal mit den Messern. Vielleicht hat das noch eine Wirkung. So. Letzter Versuch. Hallo. Ja, genau. Ruf mal lieber deine ganzen Freunde. Alleine bin ich zu viel für dich. Viecher machen vielleicht einen Damage, ey. Ich frag mich, ob die Nahkampfschaden, also ob die nur physischen Schaden machen oder. Ob die auch Arkanschaden machen. Das wäre so. Ach, wie süß. Giftmesser macht 4. Kann ich knicken. Kann ich echt knicken. Wie viel macht denn der Molotow? Probier jetzt alles aus an dem Vieh. Hier. Ins Gesicht. 164. Auch nicht viel, aber. Na, es ist ein Versuch. Versuche ich am besten zum Schluss. Ich weiß ja nicht, ob der bei 20-30% nochmal irgendwie in Rage-Modus geht. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, mit Knochenasche mache ich nur 55 Schaden an dem. Mit dem Blutangriff. Also es hat gar keinen Sinn. Wo ist er? Ja. Ganz hinten. Oh, er macht schon seinen Scheiß da. Ich will das aber wissen. Kann ich ihn damit selber schädigen? Das wäre natürlich voll übertrieben. Ich mache nur 38 Schaden, wenn ich den so angreife. Das ist extrem wenig. Also man muss irgendwas... Was macht der denn jetzt?
Oh. Kommen die von unten? Krass. Okay, jetzt werde ich einiges auf Lager. Ich weiß, Arkan bringt nicht so viel, aber ich versuche es einfach mal. Boah, je näher ich komme, desto... Wow! Je näher ich komme, desto stärker scheint das zu werden irgendwie. Oder schneller oder was auch immer. Oh, guck mal, es werden immer mehr Spinnen hier. Mensch. Ja, immerhin 175 Schaden mit dem, also mit der verzauberten Arkanwaffe, das ist auch nicht schlecht. Das sind nur 10 Schaden mehr als der Molotow. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg, weg, weg. Viecher, die sind fies. Wo ist er? Da hinten. Oh Gott. Ey, kann das mal sein, dass die Spinnen alle bleiben? Oh! So viele! Das ist wirklich viel zu viele. Hallo. Boah. Was war das denn für eine Scheißattacke von dem, ey? Boah. Okay, das war auf jeden Fall der Nahkampfangriff von ihm. Verteidigung. Nicht. Hat er die perfekte. Der hat die perfekte Strategie. Der hat voll viele kleine Soldaten, Bauern, die er opfern kann. Wenn man zu weit weg ist, macht er die ganze Zeit diese Range-Attacke. Und wenn man zu nah ist, dann macht er einfach dieses Arkan-Schild, das einen voll weghaut. Also, boah, ey, der hört nicht mehr auf! Es ist so lächerlich, ey. Es ist so lächerlich. Naja, okay. Muss ich mal gucken. Wie ich, also was ich bei dem mache, was ich mir da einfallen lasse. Aber die Zeit wird schon wieder knapp. Das war jetzt mal ein kompletter Fail. Man kann nicht immer Glück haben, aber das ist halt Bloodborne, ne? Gut, Freunde, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin werde ich mir was gegen diesen Penner überlegen. Und dann schaue ich mal, wie ich seine Angriffsverteidigung durchbreche. Ich bin euer Dake.